Leute, es ist soweit. Heute kommt was ganz, 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 ganz Besonderes. Heute ist ein Video dran, das wir so in der Art und Weise tatsächlich vielleicht noch gar nicht auf diesem Kanal gehabt haben. Stimmt wirklich. Ja, es ist natürlich ein Character Clash von The Walking Dead und davon hatten wir einige. Keine Frage, es ist immer noch das Turnier. Aber heute das erste Mal, dass wir die Ehre haben, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Freude und das Glück haben, zwei Nebencharaktere gegeneinander antreten lassen zu dürfen. Ja, nicht so spannend, ne? Alden gegen Yumiko. Im Character Clash. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, genau, der Character Clash, beziehungsweise das Character Clash Turnier von The Walking Dead geht wieder weiter und heute mit Alden vs. Yumiko. Ist ein Turnier, wo ich mich nicht so drauf gefreut habe, aber man muss auch sagen, ist auch mal interessant, vielleicht mal Nebencharaktere gegeneinander kämpfen zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, aus dem Grund, weil ich diese Charaktere jetzt ist wahrscheinlich nicht so spannend wie mit großen Charakteren. Ich habe mir nicht so viele Gedanken dazu gemacht und habe mir jetzt auch kein großartiges Skript geschrieben, das heißt eher oder mehr oder weniger freestyle ich das hier heute. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie in den meisten Fällen, mit dem Charakter an für sich. Und ich würde sagen, wir starten da einfach mal mit Yumiko, weil sie einfach als letztes in die Serie gebracht wurde. Ja, Yumiko, muss ich sagen, war am Anfang den Charakter, wo sie eingeführt wurden, war so ein Charakter, wo ich mir dachte, okay, das ist ähnlich wie mit Bob, das ist ein Charakter, der wird eingeführt, kriegt ein bisschen Scheinwerferlicht ab und wird halt irgendwann einfach in die Vergessenheit geraten, ne? So einen Charakter hat man ja öfter mal. Aber im Verlaufe der nächsten Folgen bzw. nächsten Staffeln sehen wir, okay, Yumiko bekommt, oder allgemein die Gruppe um Magna, halt Yumiko, Magna und die zwei anderen, deren Namen ich gerade absolut vergessen habe. Egal, fallen mir gewiss gleich wieder ein. Luke war natürlich auch dabei, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ja, dann habe ich wieder immer noch vergessen. Egal. Man muss sagen, es wurde halt sehr viel Augenmerk erstmal auf die gelegt und es wurde quasi, ich habe das Gefühl damit versucht, einfach nochmal neue, frische an Charakteren reinzubringen. Was ich an für sich auch gar nicht mal so schlimm fand. Nun muss man bedenken, am Anfang stand halt sehr tatsächlich Magna im Vordergrund, weil man wurde ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt, hat man immer gesagt, ja, Magnas Truppe, was ich am Ende quasi gar nicht so mehr der Fall war. Magna ist übel in den Schatten gerückt und eher Yumiko nach vorne. Und da kommt es auch zu dem Punkt, wo ich sage, das brauchte ich nicht. Yumiko ist an für sich ein cooler Charakter irgendwie. Ich finde auch von der Gruppe überhaupt die Art, wie die sich wehren, auch das mit den Steinschleudern und so weiter hier, ne, alles sehr rustikale Waffen schon von Anfang an. Yumiko auch ziemlich gut mit dem Bogen unterwegs und es war eine interessante oder ist eine interessante Gruppe, keine Frage. Auch sie als Charakter absolut interessant. Aber für mich persönlich ist und war Yumiko nie mehr als Nebencharakter. Und spätestens ab dem Punkt, wo es anfängt ins Commonwealth zu gehen, war es für mich ein bisschen zu viel. Auf einmal hatte sie einen Bruder, beziehungsweise ihr Bruder wurde ja vorher schon mal angekratzt, das Thema. Und sie wurde mehr und mehr zu einem Hauptcharakter bzw. einem größeren Nebencharakter halt einfach. Und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ein bisschen unnötig, weil irgendwie war ihre Rolle schon wichtig, aber gleichzeitig auch komplett irrelevant, weil es jeder hätte machen können. Für mich war halt das Problem, sie wurden als Nebencharaktere eingeführt und sollten zu Hauptcharakteren werden, was ich immer relativ schwer finde, weil man wirklich sagt, okay, von Anfang an, das soll ein Nebencharakter sein. Gut, eine riesige Ausnahme ist Daryl, der sollte ja eigentlich in der ersten Season sterben, beziehungsweise ist ja gar kein essentieller The Walking Dead Comic-Charakter. Aber alle, die in Staffel 1 Hauptcharakter waren, hat man gemerkt, wer ein Hauptcharakter ist und wer halt nicht. Und Yumiko war halt für mich immer ein Nebencharakter. Und sollte es auch eigentlich bleiben, aber es wurde halt in diesen Hauptcharakter-Scheinwerfer ein bisschen gedrängt. Wo dann auch Szenen bzw. ganze Folgen gekommen sind über sie, die mich halt irgendwo nicht interessiert haben. Es hatte schon was von Filler-Folgen, die halt einfach nur da waren, um irgendwie ein bisschen was aufzufüllen. Ähnlich ist natürlich mit der ganzen Gruppe, mir ist auch der Name von Conny zum Beispiel gerade wieder eingefallen. Ihre Horror-Folge zum Beispiel war top. Es war zwar eine absolute Filler-Folge, aber für mich übel geil, weil es einfach mal was anderes Gruseliges in The Walking Dead war. Aber das haben wir jetzt mal da hinten angestellt. Es geht hier heute nicht um Conny. Gucken wir uns aber mal Alden an. Und da muss ich sagen, ich finde seine Charakterentwicklung perfekt. Es ist perfekt für diesen Charakter. Er war bei Negans Truppe, war aber von Anfang an derjenige, der zu allen Leuten gesagt hat, okay, wir haben hier echt gerade Stimme im Rücken zur Wand, die Läufe auf unser Gesicht gerichtet, wir kommen jetzt hier mal, chillt mal Leute, wir haben hier verloren. Ne? Auch dann in Hilltop war er, der gesagt hat, hier, Maggie, lass mich dir helfen, ich möchte ihn nichts Böses machen, ein Großteil von uns hier drin will auch nichts Böses machen, lass es uns zeigen, dass wir gut sind und es hat ja auch am Ende funktioniert. Und dementsprechend wurde Alden zwar auch zu einem größeren Nebencharakter, aber immer noch kleiner als Yumiko, auch mit kleineren Aufgaben. Man hat ihn dann mal hier und da gesehen, dass er natürlich jetzt Maggie geholfen hat. Auch vor allem später in Staffel 10 und 11 fand ich ihn gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, ich fand es super, wie sie ihn quasi dagelassen haben, weil ich muss auch ehrlich sagen, in Staffel
10, 11. Ich bin sonst immer voll auf Alexandrias Seite gewesen, aber später dann tatsächlich eher auf Maggie, beziehungsweise nicht mal Hilltop, weil Hilltop war ja nicht mehr wirklich Maggie, sondern halt wirklich Maggies Seite. Und Alden hat das Ganze irgendwie so gut vervollständigt und er war auch nie so ein Charakter, den man unbedingt sehen musste, den man auch nicht unbedingt sehen wollte. Es war jetzt nicht, dass man gesagt hat, ach, weißt du was, wir hatten lange nichts mehr von ihm gesehen, bringt den nochmal rein. Sondern es war cool, wenn er da war. Und wenn er nicht da war, war es halt jetzt auch kein großer Verlust. So ist es natürlich zumindest mein Eindruck. Wenn ihr jetzt anderer Meinung seid, ist das absolut okay. Schreibt es gerne in die Kommentare, ne, wisst ihr Bescheid. Aber ich würde so sagen, vom Charakter, beziehungsweise vom, nicht vom Charakter direkt, sondern einfach von der Rolle in der Serie und wie sie sich entwickelt hat, würde ich einen Punkt an Alden geben. Denn er ist auf dem Level, wo er war, hat er einfach das Beste rausgeholt. Und Yumiko war im Prinzip so, sie wurde geschrieben wie ein Nebencharakter, ist dann zu einem Hauptcharakter gegangen, aber wurde immer noch geschrieben wie ein Nebencharakter. Und das fällt hier und da sehr stark auf. Es gab Folgen, wo ich sie nicht ernst genommen habe, zum Beispiel. Einfach, es waren so Momente, die ich dachte, nee, muss einfach nicht sein. Deswegen hier der, ich nenne es mal, Serienentwicklungspunkt geht hier an Alden. Gucken wir uns jetzt aber mal die Charaktere wirklich an sich an, vom Charakter wirklich. Fangen hier mit Alden an. Wie ist er drauf? Er ist hilfsbereit. Er ist absolut nicht dumm. Er hat ganz selten, wenn überhaupt, wahrscheinlich wüsste ich jetzt gerade keine, dumme Entscheidung getroffen. Er steht immer quasi hinter den Leuten und versucht, so weit es geht, zu helfen. Und auch wenn er die Möglichkeit hat, mehr oder weniger Scheiße zu bauen, wie zum Beispiel das Tor wurde aufgemacht, die Saviors sind geflohen und er hätte mitfliehen können, hat er es nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat die Leute wirklich noch davon abgehalten, hat gesagt, hier Leute, wenn wir es jetzt machen, dann ist hier die Kacke wirklich am Lauf, da haben wir gar keine Chance mehr. Und wie gesagt, sonst im Allgemeinen hilfsbereit, nett und halt, ne, irgendwann halt auch der Sidekick für Enid. Aber das hat er mal dahingestellt. Ich bin nicht so ein, ich mag das Couple nicht so. Ich fand es mit Carl besser, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, an für sich hat er halt wirklich, war ein guter Charakter, der einfach nur ein konstanter Charakter von Verhalten war. Yumiko hingegen, fand ich, war anfangs super schlau, hat wirklich immer sehr, sehr effektiv gehandelt. Ich kann mich jetzt noch erinnern, ich habe jetzt letztens die Folge gesehen, wo die Gruppe wirklich dann nach Alexandria reinkam. Und Yumiko war für mich die, die quasi da am überzeugendsten war. Und in dem Fall, Magna war ja, wie gesagt, die Truppenanführerin mehr oder weniger. Was für mich gar keinen Sinn gemacht hat, weil Magna einfach in dem Moment so doof war und falsche Entscheidungen getroffen hat. Die Art und Weise, wie sie manche Dinge versucht hat zu klären. Da war Yumiko einfach immer schlauer. Das hat sich aber ein bisschen zurückentwickelt, finde ich. Es ist dazu gekommen, dass sie sehr viele, nicht mal dumme Sachen, aber irgendwie sehr viel fragwürdige Momente gibt, wo ich mir so denke, hier, war jetzt nicht nötig. Es hat halt sehr viel, sie hat manche Entscheidungen getroffen oder manche Sachen gemacht, wo man sich so denkt, nee, das passt eigentlich nicht zu deinem Charakter. Also im Prinzip hat sich ihr Charakter mit der Aufstufung zum Hauptnebencharakter zurückentwickelt. Meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht lag es einfach daran, dass sie so sehr in den Vordergrund drücken wollten und einfach nicht wirklich das hundertprozentige Potenzial rausgezogen haben von dem Charakter, wie er geschrieben war und es einfach vielleicht zu viel war, weiß ich nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, sie wurde über den Verlauf der Serie halt irgendwie, ja, ich will nicht sagen dümmer, das klingt zu viel, aber schon dümmer. Nicht extrem, aber halt einfach, ich glaube, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall, ihr Charakter hat nachgelassen, sagen wir es mal so. Dementsprechend würde ich auch hier den Punkt einfach mal an Alden geben, das heißt, ne, 2-0 an dem Punkt stand. Kommen wir nun zum abschließenden Kampf und zwar geht es hier wieder ans 1 Versus 1. Und auch hier wieder in drei Kategorien. Einmal Nahkampf, einmal mit Waffen im Nahkampf und einmal mit Fernkampfwaffen. Und auch hier einmal kurz die Regeln erklärt. Wir befinden uns auf einer neutralen Ebene. Beide Charaktere in ihrer Peakzeit, in ihrer besten Serienform, die sie jemals hatten. Das ist quasi, wie gesagt, einfach die beste Form des Charakters in der Serie. Und wir gehen hier erstmal auf den Faustkampf-Nahkampf. Und hier wird's, ich persönlich muss sagen, hier wird's schwer, beziehungsweise hier wird's sehr krass unentschieden, glaube ich, oder zumindest ein interessanter Punktstand, weil ich finde, Yumiko ist eine verdammt gute Kämpferin. Ich weiß nicht, ob wir sie viel im Faustkampf, im direkten 1 gegen 1 Faustkampf kämpfen gesehen haben, aber an für sich macht sie einen starken Eindruck im Kampf. Ich würde sagen, in einem Faustkampf 1 gegen 1 würde ich den Punkt an Alden geben, weil ich mir vorstellen kann, dass er durch die Zugehörigkeit der Saviors halt sehr viel im Faustkampf gelernt haben wird. Der anderen Seite hat Yumiko aber auch sehr viel wirklich in der Wildnis gekämpft und halt sich von Stützpunkt zu Stützpunkt bzw. von Community zu Community gekämpft. Aber ich würde sagen, wirklich mit dem reinen Faustkampf geht der Punkt an Alden. Wenn wir aber jetzt auf den Nahkampf mit Waffen, was weiß ich, Schwerter, Messer, Äxten, was auch immer, was euch hierzu einfällt, eingehen, würde ich, glaube ich, sagen, Yumiko hat hier den Vorteil. Beziehungsweise, was heißt den Vorteil? Ich habe das Gefühl, Yumiko ist mit einer der stärksten Kämpferfrauen in The Walking Dead. Und sie hat wirklich, finde ich, eine sehr große Chance gegen Alden, weil man ihn tatsächlich gar nicht mal so viel kämpfen sieht, vor allem nicht gegen andere Menschen. Deswegen würde ich sagen, Nahkampf
Mit Yumiko Allen würde ich den Punkt an Yumiko geben. Denn ich kann mir halt einfach vorstellen, mit was weiß ich, ob es ein Schwert oder eine Axt ist, kriegt die schon gut aufs, also kriegt die schon den Leuten sehr gut aufs Fressbrett zu geben. Wie gesagt, Allen hat man gar nicht so viele, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, man hat gar nicht so viele Kampfszenen mit Allen, glaube ich. Es gibt da eine, ich glaube Staffel 10, Staffel 10 oder 11 im Wald, aber da hat er auch mehr auf den Sack bekommen als einen Sack gegeben. Irgendwie. Versteht, was ich meine. Deswegen würde ich hier sagen, 1-1 Stand jetzt. Kommen wir jetzt auf den Fernkampfwaffenstand, beziehungsweise Kampf. Und man muss hier sagen, Yumiko ist im Vorteil ähnlich wie Daryl. Sie kann verdammt gut mit einem Bogen umgehen. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Alden weiß ich gerade gar nicht mal so hundertprozentig, ob man ihn viel mit Schusswaffen, Fernkampfwaffen kämpfen sieht oder mit Bögen. Für mich ist das immer so wie so ein Feldbonus bei Yu-Gi-Oh! Oder was weiß ich so. Da Yumiko mit mehr oder weniger Bogen eingeführt wurde, beziehungsweise gezeigt wurde, dass das mehr oder weniger auch eine ihrer Hauptwaffen ist, hat sie da auch eher schon einen Boost, beziehungsweise einen Vorteil als zum Beispiel Alden. Ich würde sagen, mit rustikaleren Waffen, Bogen, Steinschleuder natürlich auch, Armbrust und all diesen Dingen, würde ich sagen, Yumiko würde die Überhand gewinnen. Wenn es an Schusswaffen gehen würde, heißt, ob es Gewehr oder Scharfschützengewehr wäre, würde ich sagen, dass Alden irgendwie die Überhand gewinnen würde, könnte ich mir vorstellen. Weil Yumiko, weiß ich gar nicht, ob man die so viel mit Schusswaffen gesehen hat oder wirklich effektiv mit Fernkampfschusswaffen. Ich würde aber einfach mal fairerweise sagen, wir geben den Punkt hier Yumiko, weil sie halt mit dem Bogen sehr gut umgehen kann und Alden dementsprechend nicht so häufig mit Bogen zu sehen ist. Ich bin mir auch gerade absolut nicht sicher. Ich verbessere mich auf jeden Fall gerne. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist Yumiko mit Bogen ein bisschen besser. Heißt, hier würde ich einen Punkt an Yumiko geben. Bedeutet, dass 1 gegen 1 würde 2-1 für Yumiko ausfallen. Was bedeutet, der komplette Endstand wäre 2-1 für Alden. Und das würde ich auch so unterschreiben, denn Yumiko und Alden sind schon auf einem sehr, sehr ähnlichen Level. Aber, wie gesagt, das ist für mich der größte Aspekt. Yumikos Charakter hat eine schlechte Entwicklung durchgemacht und ich weiß nicht, sie hatten irgendwas mit ihr vor, was dem Charakter einfach nicht gut getan hat. Diese große Rolle nachher im Commonwealth mit der Anwältin bzw. Staatsanwältin, das waren so Sachen, auch über das Commonwealth an sich, ich fand schwierig. Komme ich in meinem Staffelrank zu, würde ich mal sagen, setze ich hier einfach mal an, für die nächsten 3-4 Wochen ist der Staffelrank irgendwann fertig. Werde ich da auch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das war für mich eine schwierige Zeit in The Walking Dead, bin ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, gehe ich dann drauf ein. Auf jeden Fall würde ich einfach sagen, Alden hat das hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Alden. Du bist auf jeden Fall in der nächsten Runde und kämpfst. Weiß ich gar nicht gegen wen. Auf jeden Fall sind noch 2 Battle, die jetzt kommen, wo es dann, und danach geht es quasi in die nächsten Runden. Da freue ich mich sehr drauf, weil da wird es sehr, sehr spannend. Bin ich gespannt. Vor allem muss ich auch mal versuchen, mir was zu überlegen. Oder schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, was könnten wir jetzt in den nächsten Battle-Runden noch dazu tun? Vielleicht als Kategorie. Weiß nicht, wir haben jetzt das 1 vs 1. Wir haben sowas wie Charakterentwicklung, Sympathiepunkte. Natürlich ist die Sache, werde ich später auch einfach rausnehmen. Ich werde versuchen, so neutral wie möglich das zu beachten. Aber schreibt mir gerne mal was in die Kommentare, was man noch so an Challenges bzw. Turnieraufgaben man nehmen könnte in den nächsten Runden, die wir vielleicht noch gar nicht hatten, woran man die Charaktere auch gut messen kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Auch vielleicht sowas ganz Stumpfes wie, wie viel Zombies getötet, wie viele Menschen getötet. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ne, seid da kreativ. Ich bin offen für alles. Einen Punkt, der ist mir gerade im Verlauf der Aufnahme eingefallen. Würde es euch vielleicht mal interessieren, wenn ich einen Ranking meiner Lieblingsszenen in ganz The Walking Dead, so was weiß ich, Top 5 oder Top 10 vielleicht sogar, Lieblingsszenen in The Walking Dead, die ich mir auch einfach öfter wirklich effektiv angeguckt habe, wo ich wirklich zurückgespult habe, mehrfach und mir die Szene nochmal und nochmal und nochmal angeguckt habe. Wenn euch sowas interessiert, da sind mir nämlich gerade eben direkt 10 Stück locker durch den Kopf geschossen, also Top 10 wäre das safe möglich. Wenn euch sowas interessiert, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Das wäre nämlich eine Sache, die ich glaube ich noch interessant fände, weil es halt nochmal was Spezielleres ist, wirklich, ne, auf Szenen abgegangen. Ist nämlich ähnlich wie besten Zombies oder interessantesten Zombies, beziehungsweise besten Kills, Zombie-Kills, ne, ist ja auch auf der Agenda noch drauf und das wird auch auf jeden Fall noch gemacht. Auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, schreibt es bitte in die Kommentare. Das, ja, daran kann ich ja dann ausmachen, ob es euch auch interessiert, ne? Macht Sinn. Und ja, ich will das Video jetzt nicht noch länger strecken, als es schon ist. Nächstes Character Clash kann ich noch nicht sagen, wann es kommt. Ich könnte mir vorstellen, jetzt wieder so in einem 2-Wochen-Rhythmus, finde ich ganz angenehm. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch für Challenges in den Character Clashs reinnehmen könnten. Und natürlich schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Ergebnis. Seid ihr gleicher Meinung? Hätte die Yumiko vielleicht doch hier und da einen Punkt mehr gegeben? Lasst es mich gerne wissen. Ich bin offen für jegliche Diskussionen oder ähnliches. Und am Ende kann ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, ein Däumchen würde ich mich drüber freuen. Und auch, wenn euch Sachen wie The Walking Dead bzw. Filmserien, Theorien, Trailer, Reactions und so weiter interessieren, checkt den Kanal gerne aus. Hier geht es um all diesen Stuff rund um Serien und Filme. Vielleicht ist auch was für euch dabei und ihr klickt mal auf den Abonnieren-Button. Fände ich echt nice. Und ja, jetzt würde ich aber sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.